Die Maine Coon ist eine der beliebtesten Rassekatzen in Deutschland. Dennoch hat sie, genau wie andere Katzerassen, ihre eigenen rassetypischen Krankheiten und davon leider verhältnismäßig viele. Welche das sind und was man gegebenenfalls dagegen tun kann, sehen wir uns heute in diesem Video an. Bevor wir zu den eigentlichen Krankheiten kommen, die Wahl eines vertrauenswürdigen Züchters ist eine der wichtigsten Grundvoraussetzungen, damit sie ein gesundes Tier erhalten. Inzucht ist nämlich beispielsweise ein verbreitetes Problem. Deshalb sollten Sie unbedingt darauf achten, dass Sie an eine seriöse Person kommen, die entsprechend Stammbaum und Nachweise vorbringen kann. Welche Erkrankungen treten bei der Maine Coon aber nun besonders häufig auf? Die polyzystische Nierenerkrankung. Diese Erkrankung tritt vor allem bei Persern und Siamkatzen auf. Allerdings werden diese nicht selten im Laufe der Zeit auch in die Maine Coon eingekreuzt. Und so werden alle Nachfahren automatisch zu potenziellen Trägern der Krankheit, da das Gen dominant weitervererbt wird. Bei der PKD bilden sich mit Flüssigkeit gefüllte Zysten in den Nieren, die dann zu Nierenversagen führen, was zum Tod des Vierbeiners führt. PKD ist nicht heilbar, aber dennoch behandelbar und kann für eine deutliche Verlangsamung des Wachstums der Zysten sorgen. Die wichtigste Komponente der Behandlung ist die Umstellung auf eine spezielle Nierendiät. Diese Umstellung sollte immer unter tierärztlicher Aufsicht erfolgen. PKD ist genetisch bedingt und deshalb nicht durch Sie als Halter zu verhindern. Sorgen Sie dennoch immer für ausreichend Wasser und bevorzugen Sie Nassfutter gegenüber Trockenfutter, da das nierenschonender ist. Hypertrophe Kardiomyopathie. Bei dieser Erkrankung wird die linke Herzkammer negativ beeinträchtigt. Das Problem liegt darin, dass sich der Herzmuskel zu stark ausbildet und so zu wenig Platz für ein ausreichendes Volumen der Herzkammer bleibt. Unbehandelt führt diese Erkrankung zum sicheren Tod des Tieres durch Herzversagen. Für den Besitzer ist eine HCM im Anfangsstadium nicht erkennbar. Im fortgeschrittenen Stadium kommt es häufig zu Hecheln oder Atemnot. Ab dem 5. Lebensjahr des Tieres kann HCM per Ultraschall mit hoher Sicherheit festgestellt werden. Darüber hinaus gibt es auch einen Gentest, der entweder per Abstrich oder Blutabnahme angewandt werden kann. Wird HCM festgestellt, muss der Vierbeiner mit Medikamenten eingestellt werden. Darüber hinaus haben Sie als Katzenhalter aber keinen großen Einfluss auf die Erkrankung an HCM, abgesehen von der Wahl eines guten Züchters. Im Optimalfall macht dieser regelmäßige HCM-Untersuchungen und nimmt erkrankte Tiere aus der Zuchtlinie. Knie-, Hüft- und Ellbogenprobleme. Genau wie bei Hunden kann es auch bei größeren Katzen häufig zu Gelenksproblemen kommen. Dazu gehören insbesondere Fehlstellungen von Hüften und Ellbogen sowie eine Verlagerung der Kniescheibe. Feststellen können Sie diese Probleme meist erst im zunehmenden Alter Ihres Vierbeiners. Sollten Sie dann einen stark abnehmenden Bewegungsdrang, Humpeln oder Anzeichen für Schmerzen feststellen, müssen Sie an diese Erkrankung denken. Zum Teil stehen bei Knochen- und Gelenksproblemen Operationen an, zum Teil kann lediglich mit Medikamenten für Linderung der Schmerzen gesorgt werden. Muskelschwund in Verbindung mit bzw. als Folge von spinaler Muskelatrophie. Bei der Krankheit kommt es zu Störungen von Nervenreizen aus dem Rückenmark in Richtung Muskulatur. Katzen, die unter einer spinalen Muskelatrophie leiden, sind in ihrer Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt. Häufig können die Hinterbeine nicht mehr richtig bewegt werden. Die Folge ist, dass Ihr Stubentiger eine ernstzunehmende Beeinträchtigung und Behinderung erleidet. Springen ist häufig schon wenige Wochen nach Auftreten nicht mehr möglich. Die Lebenserwartung von Katzen mit dieser Krankheit verringert sich deutlich und sie sind auf tierärztliche und auch ihre persönliche Pflege angewiesen. Auch hier ist wieder die Züchterauswahl das A und O, da die Krankheit rein genetisch ist und vom Halter nicht verhindert werden kann. An dieser Stelle sei aber auch nochmal erwähnt, selbstverständlich kann jede Maine Coon sowohl nie irgendeine Krankheit bekommen, als auch eine Krankheit erleiden, die hier nicht aufgeführt ist. Sollten Sie das Gefühl haben, dass etwas mit Ihrem Vierbeiner nicht stimmt, gehen Sie bitte zum Tierarzt. Vielen Dank fürs Ansehen und bis zum nächsten Mal.